Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Im letzten Part ist der König gestorben. Angeblich wurde er von irgendjemandem ermordet, wir wissen es aber nicht. Und die Prinzessin ist auch verschwunden. Vielleicht hat sie ja den König ermordet. Kann ja auch gut sein. Auf jeden Fall konnten wir weiter. Wir sind jetzt in Ahola und irgendwie müssen wir einen Weg finden, nach Süden zu kommen. Schauen wir mal, ob hier was irgendwas Interessantes ist. Hier scheint auf jeden Fall irgendwie so eine Art Doktor oder Arzt zu sein. Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Dr. Emilio ist darüber sehr verzweifelt. Wo ist denn Dr. Emilio? Ich möchte mit ihm reden. Sein Kind leidet an Fieber. Dr. Emilio tut alles, was er kann. Es ist so heiß. Ich fühle mich schrecklich. Was sagst du? Dr. Emilio forscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt es kostenlos an der Rezeption. Das ist doch gut. Dr. Emilios Freund wird vermisst. Sein Freund heißt Columbo. Dr. Emilio ist sehr besorgt. Dr. Emilio ist ein guter Arzt, aber handelt die Armen kostenlos. Columbo, ist es vielleicht Columbus? Was ist los? Du bist krank? Du siehst doch kein gesund aus. Nein, nein, ich möchte nur mit dir reden. Was? Meine Studie? Haha, das geht noch niemanden etwas an. Es macht mich wütend, dass jedes Jahr Menschen an Fieber sterben. Mein Freund, ein Entdecker, fand auf einer Reise ein Fiebermittel. Aber ich habe ihn noch nicht finden können. Ich muss von vorn beginnen. Na, vielleicht finden wir ihn ja. Es wäre zumindest gut. Ahola, okay. Was war nochmal hier drin? Handwerk, was hast du zu sagen? Ich stelle gern solche Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirchenschmuck entwerfen. Nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Ja, für ihn müssen wir ein wertvolles Mineral finden. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Stadt. Bis jetzt gibt es hier kaum Industrie. Auch hier muss man etwas unternehmen. Doch ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Wachstumsrate in dieser Stadt beträgt immer 0%. Na, vielleicht können wir ja hier irgendwie helfen. Was hast du zu sagen? Es gibt jede Menge Sardinen. Doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Da habe ich auch damals lange dran gesessen. Wie bringt man Sachen länger... Wie macht man Sache länger haltbar? Ich habe eigentlich damals mehr an Salz gedacht, aber nein, wir brauchen etwas anderes. Und was es sein wird, das erfahrt ihr aber auch erst später. Was hast du zu sagen? Hunger, du kennst doch die Quadros. Sie sind Nomaden und reisen umher. Ich tanze und singe und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Handeln? Ich habe nicht gesehen, dass die was für mich verkauft haben. Kirche! Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lasst uns beten. Amen. Gottes Güte ist grenzenlos. Er beschützt die Schwachen. Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bete jeden Tag dafür, dass es ihr besser geht. Nein, hoffentlich geht sie bald besser. Jesus! Ist das eigentlich die einzige Religion, die hier vermittelt wird? Sieht fast so noch so aus. Egal, mal schauen. So. Sammelt Glückselixier. Was haben wir hier nochmal drin? In Schloss Toronia soll es vier mysteriöse Bilder geben. Angeblich erhält es Juwelen anstatt der Augen. Das führt dazu, dass sich viele Diebe dafür interessieren. Aber keiner kam je zurück. Juwelen? Hey, das bringt vielleicht viel Geld. Okay, der sagt das Gleiche. Und da schüttelt er sich wieder. Und da ist eine Katze! Niedlich! Oh, die zeigt mir nur ihren Rücken. Katzen sind niedlich. Okay, was hast du zu sagen? Bist du wieder ein Blumenmädchen oder so? Ah, komm schon. Hast du von Spanien gehört? Etwas unsagbar Böses ist dort über das Land gekommen. Okay. Spanien ist böse? Im Süden liegt der Hafen Aholas. Es ist ein kleiner Hafen, doch die Sardinenfischerei floriert. Okay. Aholas Spezialität sind frische Sardinen. Ich bin kein Fan von Sardinen.
Händler! Willkommen, wie kann ich helfen? Du könntest mir etwas verkaufen, aber du hast leider nichts Interessantes. Hast du vielleicht irgendwas Interessantes? Du hast eine gute Rüstung, aber ich habe kein Geld dafür, verdammt! Ahola, okay, und hier ist nochmal ein Hotel. Ach, und der Roy schon wieder. Na, wurdest wohl doch nicht zum Prinz, was? Haha! Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod des Königs verschwand sie aus Lur. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Was ist das? Du magst mich wohl nicht. Deine Gedanken verraten dich. Du bist doch immer ein Kind. Ich mag den Typen doch wirklich nicht. Ich floh aus Spanien, im angrenzenden Land. Es war der reinste Horror. Ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht. Aber meine Frau und mein Kind. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? Was? Kanalisation? Da habe ich einige Geschichten gehört. Da war dieser Mann, der von seinen großen Träumen erzählte. Hier ist Columbo und da sagte er, suche nach einem neuen Kontinent. Er ging nach Spanien, um seine Geschichten zu erzählen. Okay. Kamst du durch den Zoll? Das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich hörte, der König von Lor wurde ermordet. Es kam zum Tumult. Ach so, ich sollte unseren müden Gast nicht zu überanstrengen. Es macht 10 Taler in Ordnung. Nö, jetzt nichts. Du willst nichts? Nö. Wozu soll ich schlafen? Ich habe schon vor kurzem geschlafen. Du willst essen? Unsere Spezialität sind gegrillte Sardinen. Was meinst du? Willst du sie mal kosten? Ja, warum nicht? Ja, komm. Ja, frag mich, ob ich was essen möchte, aber hier kann ich nichts essen. Seltsam! Aber das ist eigentlich auch keine dumme Idee, mal zum Schloss zu gehen. Ach, verdammt, was will ich denn hier? Ist eigentlich keine dumme Idee, mal zum Schloss zu gehen. Tue ich das mal. So, jetzt noch hier lang und hier und hier. Was zur Hölle? Du hast genau 60 Sekunden und musst so viel essen, wie du kannst. Vorsichtig, es gibt Speisen, die dir nicht bekommen. Fertig, los! Okay, Mampf. Ah, erstmal hier lang. Mampf. Was bekommt ihr denn nicht? Wie viele Punkte brauche ich denn, um irgendwas Schönes zu gewinnen? Ah, das tut nicht gut. Mampf. Ach, eingeschlafen. Wach auf! Iss so viel du kannst. Komm, iss, danke. Ja! War das Essen etwas scharf für dich, du Lusche? Los, wir haben immer noch ein bisschen vor uns. Ja, komm, das Essen kann doch nicht scharf sein. Iss. Und das jetzt auch noch. So. Ja! Iss weiter! Da! Was war das für ein Croissant? Hat da jemand da Bomb ein sehr scharfes Gewürz reingepackt oder was? Eine sehr scharfe Soße. Hat so an die 234.000 Scoville. Ist damit um ein Vielfaches schärfer als Tabasco. Ja, komm. Krieg ich noch irgendwie 30 Punkte? Nein, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2. Ah! Da kommt noch diese Äpfel. Die Zeit ist um, du hast 24 Punkte erreicht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Der Kristall soll dem gehören, der die erforderliche Menge verdrückt. Übrigens, du hast schon gegessen. Nur für einen Kristall muss ich das machen? Ich krieg da nicht mal Informationen raus. Na gut, das große Schloss wurde jetzt zu einem Minispiel. Na schön, das ist dann jetzt auch nicht mehr so wichtig. Gehe ich jetzt nochmal hier hin? Ja, ein sehr schöner Hafen. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den gesamten Tag.
Hey, hier ist ein Schiff. Können wir das nicht nehmen, um nach Süden zu fahren? Lass uns ablegen! Können wir zwar reisen? Das geht nicht. Wir wissen nichts über Navigation. Vor einiger Zeit suchte ein spanisches Schiff nach neuen Kontinenten. Wenn sie Erfolg haben, öffnet das den Weg zu unbekannten Ländern. Ach, ihr wisst nichts über Navigation. Wie nervig. Verschlossen. Ach. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den gesamten Tag. Was ist das für ein Haus ohne Fenster und so? Seltsam. Hier sind überhaupt gar keine Fenster. Aber da ist ein Fenster. Das ist sehr seltsam. Ich gedenke mal, im nächsten Part besuchen wir dieses Schloss dort. Wo? Ach komm, können wir hier noch reingehen kurz. Was ist das für ein Wasser? Das hier ist auch der nächste Dungeon. Sim, sieh diese Flüssigkeit! Ist pure Säure! Wenn du da reinfällst, wirst du bald anders aussehen. Wie sehe ich denn aus? Na komm, ich will da rein, 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 ich will da rein. Ach, wie nervig, wie langweilig. Dann gehen wir hier doch mal rein und schauen mal, in was hier ist. Und hier sind Gegner, hey, euch kennen wir doch. Bam. Zap, zap, zap. Ja, stirb, danke. Ach komm! Ach verdammt! Zap, 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 zap. Geld! Yay! Hier irgendwo gibt es auch einen sehr guten Ort zu trainieren. Ich glaube, so lange let's play ich noch. Und dann trainiere ich offscreen mal wieder ein bisschen. Eine Spinne! Eine sehr fette Spinne! Komm her! Ja! Ja, verdammt, ich werde doch angezogen an das Spinnennetz. Da ist ein cooles Skelett. Zap, zap. Bam, au. Wie fies, das hat mich trotzdem noch verletzt, obwohl ich es besiegt habe. Zap, zap. Ja. Zap, zap, zap. Ja, komm, stirb. Zap. Zap. Ja, komm, werd jetzt weg mit dir. Zap. Und Zappa. Noch eine Fledermaus erledigt. Immer müssen die am kleinen Fledermaus davon dran glauben. Und davon habe ich schon reichlich. Was ist es denn, wovon du reichlich hast? Vielleicht eine kleine Heilknolle. Könnte aber auch Waldkraut sein. Egal. Jetzt ist aber Zeit. Ich mache hier einen Schnitt und im nächsten Part erkunden wir weiter dieses Schloss hier. Bis zum nächsten Part von Terranigma. Bis dann!